Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Und wie versprochen, wir verlieren keine Sekunde. Es geht direkt los mit der Action. Wir angeln. Geh angeln mit deinen Freunden. Nee, lieber alleine. Ja, wenn ich, hab ich schon mal erzählt, aber ich hab da auch nochmal drüber nachgedacht irgendwie. Ich weiß es gar nicht. Man kann ja sich die Beta jetzt inopten sozusagen hier immer, so wie man das ja bei vielen spielen kann. Also konnte man wahrscheinlich, glaube ich, auch schon vorher. Aber jetzt ist halt gerade in der Beta, gibt's halt Multiplayer. Und überreagiert. Ich habe zu früh rausgezogen, das wäre noch nie passiert, ehrlich. Und ich denke die ganze Zeit drüber nach. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob mir das Spiel im Multiplayer Spaß machen würde. Ich habe fast das Gefühl, es ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei Seven Days, wo ich ja auch immer sage, Multiplayer. Ha. Weil. Oh. Der war ein bisschen kurz. Weil ja, irgendwie, was das Spiel ausmacht, ist so dieses Management, alles zu machen und dies und das. Das ist ja irgendwo auch dann in dem Moment für mich das gleiche wie bei Seven Days, wo du halt managen musst, wann mache ich was, um zu Porto zu kommen irgendwie. Und ich weiß nicht, ob mir das nicht hier auch wieder den Reiz nehmen würde ein bisschen. Nee, dass ich jetzt sagen kann, so, morgens um 6, ich werde in die Minen gehen und jemand anders gießt dann das Feld, weil muss ich ja nicht machen. Weiß ich nicht, ob es mir dann nicht zu Pilleballe wird und zu egal. Ich meine, ist es sowieso, was ist denn hier jetzt los? Warum angel ich denn hier aus diesem Teich nur Kacke? Teich, sage ich schon, Fluss. Oder gibt's hier... Hä? Was ist denn hier los? Also. Nein, ich habe mich überanstrengt. Kacke. Scheiße. Ich habe nicht aufgepasst jetzt. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Okay, morgen wird ein kurzer Tag. Boah, wie lange? Muss das so? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das am Anfang so lange gedauert hat. Bis irgendwas anbeißt. Nur gut, dass wir auf der Farm sind und nicht irgendwo. Boah. Ja, jetzt seht ihr mal den ersten Effekt für, wenn man sich überanstrengt hat. Man kann nur noch langsam laufen. Der zweite Effekt ist, dass wir morgen früh nicht anständig ausgeschlafen sein werden. Das wird ein ganz prima Tag morgen. Das wird supi. Das wird richtig supi. Freue mich schon total. Und am Ende haben wir jetzt nur Müll geangelt. Ist das, was ich fragen wollte, bevor ich mich mal anstrengte, ist, ob das vielleicht... Wir schmeißen das hier einfach rein. Soll... Ob das vielleicht mit dem Flüsschen auf der Farm ist, wie mit der Mine, dass das erschöpft ist. Also wir haben da jetzt irgendwie die letzten Tage 2 Fische rausgeholt und jetzt muss das ja erstmal da respawnen da drin. Vergessen die Sachen hier wieder zurückzulegen. Wollen wir vielleicht nicht so viel Kistenaktionen machen und hin und her und wenn wir völlig erschöpft sind und alles eine Stunde dauert? Weil selbst wenn ich jetzt was essen würde, um wieder Energie zu holen, bleibt dieser Erschöpfungs-Debuff. Das ist das Gemeine. Das ist mir einmal auch in meinem normalen Spielstand passiert. Da dachte ich, oh, dann esse ich mal schnell lieber was. Hast du zwar wieder ein bisschen Energie, aber der Debuff bleibt. So, den ganzen Müll haben wir nichts für gekriegt. Geil. Ich weiß, man kann eine Recyclingmaschine bauen, aber so ist Hiro ja nicht. Da, guckt. Halbe Energie. Super. Wird ein ganz prima Tag. Erdbeeren! Und es regnet ja. Brauche ich nicht mehr meine Energie fürs Dingsbumsen ausgeben. Nice. Sweet. Sugar for my honey. Sweet for my sweet. Sugar for my honey. Ja. Ich gebe alles her. Geil. Achso, die sind noch nicht fertig. Die sahen so fertig aus. Ihr seht so fertig aus. So, was wir aber mit den Erdbeeren machen tatsächlich im großen Stile, ist nichts. Wir packen die guten Erdbeeren, packen wir hier rein. Na gut, wir können ja 2 zu Gelee machen. Wir sind jung und brauchen das Geld. Warte mal. Will mal eine Lachsbeere da auch noch reintun. Und dann können wir heute Nacht vergleichen, wie doll sich das bei den Lachsbeeren lohnt hier. So, die restlichen Erdbeeren stecken wir in die Truhe aus einem bestimmten Grunde.
Weil man kann die Erdbeer... Ja. Die Erdbeersamen kann man ja erst beim... Beim Dings immer kaufen. Beim... Eierfest. Und das sind aber Frühlingspflanzen. Und wir möchten im nächsten Frühling... Möchten wir im großen Stile Erdbeeren anpflanzen. Von Tag 1 an. Und deswegen heben wir da Erdbeeren auf. Um die in den Samenmaker zu schaffen. Wenn wir denn dann einen haben. Wir hätten das da alles nicht reintun sollen, sondern lieber zu Pierre bringen. Dann hätten wir jetzt nochmal Samen kaufen und was anpflanzen können. Traurig ist das. Was machen wir denn jetzt hier mit der halben Energie? Das ist, da ist ja eigentlich schon rum. Gießen müssen wir nicht. Ach, wir können... Haben wir noch was? Oh, wir haben Geoden, aber wir haben kein Geld. Scheiße. Und ich habe jetzt natürlich als letztes eine Lachsbeere da reingetan, ne? Ah, toll. Man kann immer nur das Letzte rausholen. Passt mal auf, da müssen wir leider doch noch ein paar Erdbeeren nehmen. Warte mal. Ach, seht ihr, die hatte ich hier extra schon reingetan. Damit wir sie dem Dings bringen können, dem Clinty. Und hier habe ich nochmal extra welche aufgehoben, um sie dem Clint zu bringen. War ich wieder zu schlau für mich selbst. So, dann gehen wir mal nämlich noch zwei Erdbeeren verkaufen bei Pierre. Weil wir werden nochmal Erdbeeren ernten können. Glaube ich. Bei diesen immer wieder Erntpflanzen ist das so, dass die erste Pflanzung am längsten dauert. Und die Nachwachsung geht dann immer schneller. Deswegen meine ich, wir können auf jeden Fall noch einmal, wenn nicht sogar zweimal, Erdbeeren ernten. Ich glaube, zweimal ist noch drin. Sicher bin ich gerade nicht. Brauche Narzisse. Caroline. Nimm ich doch an. 90 Gold für so einen Nazi hier. Sweet, sweet Caroline. Woo. Wo ist er? Wo ist er, die Caroline? Oh, Carolina. Hi. 90 Gold für... Habe ich eh eine Tasche. Geil. Finde ich gut. Schwing. 90 Gold für nichts. Wisst ihr, wir standen ja eh hier vor der Tür und wollten zu Pierre rein. Und dann lese ich, dass da, wo ich eh hin will, jemand etwas haben möchte, was ich sowieso in der Tasche habe. So habt ihr gesehen, 240 Mark für zwei Erdbeeren. Also Erdbeeren sind der Shit. Erdbeeren sind der Shit. Achso, ja, habe ich doch schon. Haben wir schon gemacht, Caroline. Häng den Zettel ab, ey. Leute, die gibt's überhaupt nicht. Habe ich euch das überhaupt erzählt? Weil Leute gibt es, die gibt es überhaupt nicht. Und Zetteln, die hier rumhängen. Arg, ich mache immer unter den Kissen sauber. Diese Woche bist du an der Reihe. Mach mal halblang, Heidi. Ich mache die meiste Arbeit in diesem Haus und das weißt du ganz genau. Hallo, Mädels. Oh, der neue Junge vom Hof. Er hat einen Namen, weißt du? Ja. Man nennt mich Mr. Joja. Ich wette, du verstehst, was ich meine. Ich glaube, die muss anders klingen, die Haley, wenn wir sie vielleicht heiraten wollen. Es tut mir leid, dich hier mit reinzusehen, finde die Tasche. Haley beschwert sich, weil ich sie darum gebeten habe, unter den Kissen sauber zu machen. Nur weil ich sie letzte Woche sauber gemacht habe. Jammer nicht herum und tu es einfach. Haley, warum siehst du es nicht als deinen einen wöchentlichen Job? Emily, tu das Richtige und mach es diesmal selbst. Ich habe beim letzten Mal, weil ich dachte, da kommt noch mehr Text, habe ich hier wüst geklickt und ich weiß gar nicht, was ich da genommen habe. Auf jeden Fall mochten das beide nicht. Ich glaube, das war das hier. Ich glaube, da hatte ich aus Versehen. Ich habe die Texte nicht mal lesen können. Dann kam schon, zack, nimm es. Und dann waren beide stinkig mit mir. Haley, warum siehst du es nicht als dein Einwöcht? Seufz. Brummel, 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 brumm. In Ordnung. Die Runde geht an dich. Vielleicht kann ich es wirklich jede Woche übernehmen. Dann gibt es doch keinen Grund, sich darüber zu streiten. Ich glaube, wir mögen sie lieber ein bisschen. Danke für die Tasche. Das war eine großartige Lösung. Ja, ihr dürft den Streit schlichter jetzt küssen. So. Ah, ich darf hier sogar schon rein. So gut bin ich mit der schon befreundet. Sie wartet im Bett auf mich. Schon fertig mit den Kissen? Für mich? Danke dir.
Was? So gut sind wir schon mit Haley befreundet? 2 Sterne. Herzen. Tja, und dabei weiß ich immer noch nicht, ob ihr euch für Abigail oder für Haley entschieden habt. Krass. Naja, wie gesagt, im Zweifel, wenn ihr euch für Abigail entscheidet, halten wir uns Haley als Konkubine. Ist dann so. Wir sind Mr. Yo-Ja. Was ist einfach zu viel Mann für nur eine Frau? Was? Nee, ich glaube, das geht mir tatsächlich zu weit. Ich glaube, haben wir neulich schon mal darüber gesprochen, als ich das erste Mal diese Idee aufbrachte. Dass so viel Roleplay kann ich nicht. Hast du keinen Job oder so? Alter. Gib meine Gießkanne her. Geil. Du hältst Kupfergießkanne. Geil, Mr. Clint. Brich mir mal nochmal die Omni-Geode auf. Komm, do it. Ah, geil. Müll für Günther. Silber. Silber habe ich mir immer gewünscht. Und noch ein bisschen Steine. Ein bisschen mehr Kohle wäre geil. Nochmal was für Günther. Auch okay. Steine hat dieser Schleim. Steiner Schleim. Düm, düm. Düm, düm. Das haben wir doch schon, ja. Yeah. Oh! Abo. Psych. Das sind 10 Eisenerz. Ihr wisst, was 10 Eisenerz sind? 2 Eisenbarren. Und ihr wisst, was 2 Eisenbarren sind? 2 Bienenhäuser. Oh, wir haben keine Kohle und keinen Ahornsirup. Das ist so viel zu den Bienenhäusern. Tja, traurig. Traurig. Sehr traurig. Dann müssen wir jetzt uns mal hier um Zapfhähne kümmern. Holz und Kupfer haben wir. Aber ich glaube, wir haben keinen anständigen zapfbaren Ahorn. Ich kann auch tatsächlich Ahorn und Eiche so schlecht auseinanderhalten hier in dem Spiel. Ist das Eiche oder ist das Ahorn? Weiß keiner. Die sehen sich so sehr ähnlich. Seht ihr hier und so? Wer ist da jetzt wer? Das hier könnte Ahorn sein, ne? Wir machen einfach mal die Probe aufs Exempel. Wir haben eh nicht mehr viel zu tun heute, weil, naja, ist erstens schon Mittag und zweitens sind wir müde. Dann gehen wir mal hier diesen Baum fällen. Huch. Timber! Und das war ein Ahorn, der mit den größeren Blättern war das. Okay, cool. Das ist mal Bescheid. Oh, ich diese Alge in der Tasche. Ist doch mal die Alge, Junge. Jawohl. Yum, 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 yum. Lecker Alge. Mm. Mm. Mm, 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 mm. Mm. Lecker, diese Alge. Mm, 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 mm. So, haben wir noch? Haben wir noch? Warte. Wenn, dann machen wir es gleich richtig. Wo ist mein Holz? Da ist mein Holz. Schwing. Ling. Braucht das eh alles. Zack und schwupp und jo. Müssen wir zwar noch ein bisschen warten, aber ist ja eh nicht so schlimm. So, dann ist natürlich gut, dass wir vorher jetzt geguckt haben, welcher Baum welcher ist, wenn wir sowieso jetzt jeden einmal hier abzapfen wollen. Nochmal so. Hier ist keiner mehr. Der ist abgeholzt. Da drüben ist noch Kiefer. Hier drüben was stehen lassen noch? Nee, wa? Nee, Kacke. Kacke. Ich hasse diesen Baumstumpf so sehr. Wir müssen unsere Axt aufwerten. Müssen wir eh. So, das ist wieder der gleiche wie da. Schwingelingeling. Wir haben nur 2 Sorten Bäume. Das ist ein bisschen traurig. Eine Geode. Geil. Cool. Total. Hm. Das ist schon doof. Und jetzt habe ich wieder vergessen. War das jetzt
Der Ahorn? Warte mal. Sind das die gleichen hier? Weiß ich nicht. Also, da wir sowieso die dritte Sorte Baum nicht haben, ich erkenne das schlecht hier. Machen wir jetzt aber so. Müssen wir hier müssen wir das anständig aufziehen alles. Haben wir denn hier... So, wir pflanzen hier die obere Reihe. Pflanzen wir voll mit Bäumen schön. Um dann da abzuernten und dann... Dann wird das eh was. Das klappt schon. Ich passt schon. So, gib Kupfi. Kupfi, du laberst einen Scheiß, Herr Finn. Gib Kohle. Hör mir den Kohlen. Bam. Eisenbarren ist ein guter Barren. So. Rin. Können wir denn jetzt inzwischen... Können wir immer noch nicht. Frech. Frech ist das. Mano. Ich ärgere mich. Mano. Ärgerlich. Und dann regnet es auch noch. Was für ein Tag. Okay, regnen ist eigentlich ziemlich das Geilste, was in diesem Spiel gibt, weil du dann den ganzen Scheiß nicht ernten, sag ich schon, gießen musst. Oh, der Reisewagen ist ja da. Ich habe kein Geld. Schade ein bisschen. Hallo, Herr Reisewagen. Batterien. Ich habe kein Geld. Kieferntee. Ich habe kein Geld. Seltene Saat. Ich habe kein Geld. Oh. Seltene Saat ist ziemlich geil. Dauert ganz schön lange. Was? Wollen wir mal einen Zug durch die Gemeinde machen und gucken, ob wir irgendwo so Tröpfchen finden, wo wir reinhalten können? Weil das ist mir echt so behindert hier. Ich hab wirklich keine Lust. Das ist das, was mich abschreckt hier am Angeln. Dass du hier eine Minute stehst. Am Anfang. Erstmal bup bup macht. Und dann kriegst du Treibholz. Das turnt mich ein bisschen ab. Ich wollte jetzt aus Vernunft angeln, weil für die Mine war zu spät. Sonst viel zu tun haben wir auch nicht mehr. Aber wir haben noch ein bisschen Energie übrig. Und es ist auch noch nicht abends. Aber ich habe einmal jetzt reingehalten. Und dachte schon so bei mir... Habe ich so bei mir gedacht. Ist tatsächlich auch... Ich bin aber auch... positiv überrascht von mir und von dem Spiel, dass mir das in meinem Hauptspiel doch verhältnismäßig viel Spaß gemacht hat, das Angeln, und ich habe das auch viel gemacht. Vielleicht geht es mir jetzt deshalb auf den Sack, weil das Angeln in diesem Spiel wird wesentlich schöner, wenn man es mehr gemacht hat, wenn der Skill höher ist, wenn man eine bessere Angel hat, wenn man die ganzen Hilfsmittel hat zum Angeln. Wesentlich einfacher, wesentlich spaßiger und auch wesentlich erfolgreicher. Und vielleicht turnt mich das deshalb jetzt hier gerade so ab. Weil wir halt wieder am Anfang sind und wir haben nur diese Mini-Fischleiste und es dauert eine Stunde, ehe was anbeißt und... Weil insgesamt bin ich auch in Spielen mit Angeln kein großer Angler in Spielen. Ich habe auch viele, viele Jahre, wissen vielleicht einige von euch, viele, viele Jahre, 12 inzwischen, um genau zu sein. Im Moment mache ich Pause, aber ich glaube, ich werde zum Add-on wieder nochmal reinschauen. WoW gespielt und haben mir häufig habe ich mir vorgenommen, so, heute machst du mal hier harte Angelei, um aus Gründen, weil du brauchst für Buffhut oder was weiß ich, warum ich immer angeln wollte. Und meistens habe ich es nicht länger als 3 Minuten ausgehalten. Wobei ich mich erinnere, dass ich mal eine riesen Angelsession gemacht habe, wo ich wirklich, ich glaube, einen halben Tag geangelt habe. Habe ich wirklich lange und viel geangelt. Da habe ich auch Angeln, bin ich auch durch die Welt gereist mit Guide, habe ich irgendwie Angeln hochgebracht, habe für irgendein Achievement oder irgendein, wo es irgendeine geile Belohnung gab, habe ich geangelt und habe das tatsächlich durchgezogen. Halben Tag war ich beschäftigt. Oder den ganzen sogar, weiß ich nicht, ich glaube,
weiß weder wofür noch, noch wie lange ich wirklich gebraucht habe. Aber ich weiß, ich habe sehr lange gebraucht. Ich bin viel rumgereist. Und ich habe mir sogar im AHA irgendwas gekauft als Hilfsmittel zur Unterstützung für teuer Geld. Das war so ziemlich... Aber das ist auch, wenn ihr euch, wenn ihr das jetzt mal gegenrechnet, ein halber Tag angeln gegen 12 Jahre spielen, dann wisst ihr Bescheid. Oh la la, Hofarbeitsstufe 5. Tierische Produkte oder Nutzpflanzen? Immer Nutzpflanzen. Die Tiere finde ich tatsächlich geil. Geil, geil, geil. So, jetzt können wir hier gucken. Lachsbärengelee gibt 1,60 und eine Lachsbeere gibt 5. Das lohnt. Das lohnt, wenn man nur Lachsbären hat. Sobald man andere Sachen hat, lohnt sich natürlich andere Sachen. Lachsbären sind aber das Nutzloseste, was es gibt in Stardew Valley. Habe ich jetzt gerade so mitbekommen. Blumenkohl. Tüften. So, wir haben den 22. Wir könnten nochmal Parsnips, also Pastinaken könnten wir nochmal pflanzen. Wenn wir es denn wollten. Wollen wir? Wollen wir das? Ich glaube eventuell schon. Die Gießkanne ist leer. Trauriger Tag. Gut, dass wir einen Brunnen haben. Müssen wir nicht da zum Fluss laufen wie letztes Mal. So, ich halte mal gedrückt. Also mit der aufgewerteten Gießkanne kann man jetzt halt gedrückt halten und dann bewässert man die 3 Felder vor sich. Und die weiter aufgewertete Gießkanne kann natürlich noch mehr. Deswegen lasse ich manchmal ein bisschen länger gehalten, weil ich das gewöhnt bin, dass meine Gießkanne mehr kann. Und dann denke ich, ach so, du musst ja loslassen auch mal. Also nicht, wenn ich hier stehe und so mache die ganze Zeit, nicht wundern, dann habe ich es einfach vergessen, dass die nicht mehr kann. Ja, ist hier was eingepflanzt hinter dem Boden? Ich sehe das nicht. Na, wir gießen es mal schon mal. Ah, das war doof jetzt, ja. Ich glaube, wir pflanzen noch mal ein paar Parsnips. Die sind dann rechtzeitig zum Sommer fertig, dass wir die gerade frisch verkauft haben können. Um Sachen zu machen. Samen für den Sommer zu kaufen. Das war die Art und Weise, wie ich diesen Satz beenden wollte. Richtig. Habt ihr recht. Ist die Erdbeergelee fertig? Nein. Lass uns doch mal den Blumenkohl. Lass uns doch mal den Blumenkohl aufheben. Den goldenen natürlich nicht. Einen silbernen noch. Oder tu eine Bohne. Dann haben wir für 3-mal. Können wir hier noch 3-mal reinschmeißen. Ich glaube, das finde ich gut. Ja, das ist eine gute Idee. Weil ich so schön bin, so schlau bin, so rank und schlank. Guck mal, Löwenzahn. Oh, guck mal, viel Löwenzahn. Nice. Löwenzahn. Gut. Ist natürlich immer, wenn ihr jetzt sagt, Finn, echt jetzt, für 3 Löwenzahn machst du hier den Weg, weil 3 Löwenzahn sind ungefähr so viel wert wie 3 Lachsbären. Gut, ich glaube, ein bisschen wertvoller als Lachsbären, aber... Vom Prinzip her auch nichts. Ist ja volle Hütte bei dir, Pierre. Nicht mehr lange, mein Freund. Nicht mehr lange. Löwenzahn. 40 einer. Versteht er? Wow. Ach, warte mal. Wir müssen noch Jody einen Blumenkohl bringen. Da können wir nicht alle verkaufen hier. Ja. Richtig sexy. Kommt die Kohle rein hier. Bling, bling, sage ich. Wo wohnt denn Jody? War das hier links? Ich glaube, hier links. Aber dann Montag 10 Uhr. Da ist die bestimmt zu Hause. Ich glaube, die hat doch keinen Job. Die hat nur Kinder.
Nur in Anführungsstrichen. Das klang ja ein bisschen abfälliger, als ich es wollte. Bist du Jody? Du bist es. Den Haushalt zu schmeißen ist harte Arbeit, aber irgendjemand muss es ja tun. Warum sind meine Frauenstimmen gerade so furchtbar? Die klingen alle scheiße. Vielleicht, weil meine eigene Stimme auch ein bisschen angeschlagen ist gerade. Oh, der sieht lecker aus. Danke, genau das habe ich gebraucht. Absolut perfekt für mein gelbes Curry. Für dein gelbes Curry, Jody? Für dein gelbes Curry? Vincent, lass mich durch. Ich will hier an diesem Tisch sitzen und gelbes Curry haben. Jody! Ja? Gib gelbes Curry. Ich habe Bock auf gelbes Curry jetzt. Apropos gelbes Curry. Ich habe gerade neulich, testweise, habe ich Frischkäse gekauft. Mit der Geschmackssorte India. Und ich war nicht sicher. Ich war ein bisschen skeptisch. Der ist ja mal so geil. Der ist ja sowas von geil. Der India-Frischkäse. Auf den... Ich stehe auf sowas. Der ist voll lecker. So, Mr. Clint. Verbessern Sie bitte meine Axt. Ich kann so nicht arbeiten. Dankeschön. So, und jetzt habe ich vergessen, bei Pierre Samen zu kaufen. Bam, badum, bam, badum. Bum, bitum, bitum. Louis, hi. Hat's nicht gesehen. Spackel. Schnell. Wo die Leute um die Ecke kommen und mich sehen beim Müllwühlen. Ich habe noch nichts im Müll gefunden. Lächerlich. Kackspiel. Hallo, Abigail. Wir können schon mal mit dir reden. Könntest du dir eine Pause von der Arbeit, Schlampe? So, 30 Parsnips nochmal. Was kostete 5.000, ne? Die Mitgliedschaft im Joja-Club? Die Mucke ist einfach so geil. Hab ich das schon mal erwähnt? Weiß nicht. Besser als unsere Gummistiefel ist die Mucke. Oh, hier ist noch am Machen. Hier ist noch am Machen. Wir düngen jetzt aber nicht für die Pastinaken. Wo kommen wir denn da hin? Wobei, was wollen wir sonst mit dem Harz? Weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Man braucht eine gewisse Menge an Harz für Sachen. Und gerade, wo ich ja jetzt gelernt habe, dass eigentlich Düngen sich nur lohnt, wenn man die Sachen direkt verkauft. Und ein paar Schnips verkaufen wir direkt. Solange wir noch irgendwas anderes haben, packen wir keine Parsnips in unsere Einmachgläser. Können wir einfach Harz rausbullern. Ja. Und zwar... 20 haben wir noch, ne? Ja. Dann müssen wir noch 20 Dünger machen. Zack. Duschti klapsti. So. Hier sind schon Sachen gepflanzt. Okay. 1, 2, 3, 4. Ich mache das jetzt extra, damit ich sehe, wie viel ich noch umgraben muss. Jetzt weiß ich genau. Brauche noch 12 Felder. Warte kurz. Die Katze klang ja komisch. Nicht, dass sie wieder Beutel mit reinbringt. Ah ne, die ist in der Küche und mautzt ihren halbvollen Napf an, weil sie heute wieder nicht so schmeckt. Ist natürlich schade. 6, 7, 8, 9. Das war dumm. Kann ich das abbrechen? Nein. Ah. Wir wollen aber lieber so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Korrektamente. Zap. Jip, 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 jip. Jip, 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 jip. Extra. Wisst ihr, ey, wir pflanzen hier hemmungslos, pflanzen wir hier coolen Scheiß, ohne uns um Dünger zu kümmern. Und bei der letzten Runde Parsnips denken wir so, ach komm, jetzt düngen wir nochmal schön. Muss sich auch lohnen, wenn man schon die guten Pastinaken hier anpflanzt. Kommen wir denn da hin? Kommen wir denn da hin? Brr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 
Für die Mine ist mir zu spät. Gehen wir wieder angeln. Ich hoffe, ihr habt eure Angellaune mitgebracht. Das wird die Angelfolge von der Welt, ey. Achso, wobei, wenn ich mir die Folge so anschaue, dann werden wir wahrscheinlich noch zum Angeln hingehen und die nächste Folge dann wieder geil mit Angeln beginnen. Was haltet denn davon? Ist das nicht geil? Finden wir das nicht cool? Einfach, nee, pass mal auf. Wir müssen auf jeden Fall einmal reinhalten jetzt, bevor wir aufhören. Weil dann schließt sich halt einfach der Kreis so geil von dieser Folge. Dann haben wir mit Angeln begonnen und mit Angeln geendet. Hallo Haley, ich habe leider kein Geschenk für dich dabei, ich Spacko. Was ist traurig? Sehr traurig. Wieso ist denn jetzt auch, eigentlich fällt mir jetzt gerade ein, wieso ist denn die Folge schon wieder vorbei? Ich habe doch gerade erst angefangen, kann doch nicht schon wieder eine halbe Stunde sein. Achso, ja. Warte, gib das wieder her. Genau so. Wir angeln, warten eine Stunde, so hat er die Folge angefangen, holen einmal Kacke raus und beenden die Folge mit Angeln, Stunde warten, einmal Kacke rausholen. Super, jetzt habe ich richtig Bock und richtig Laune, nächste Folge wieder richtig geil mit Angeln anzufangen. Ich hasse den Anfang vom Angeln hier so, so sehr. Und ich kann mich aber nicht dran erinnern, ehrlich gesagt, dass in meinem ersten Spielstand genauso scheiße war. Da hat sich's nicht so scheiße angefühlt. Aber da war ich vielleicht auch nicht so geil auf die Kohle und hab das alles entspannter gesehen. Bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben schon 20.000 Mark eingenommen, supi. Und sage Tschüssli Müsli.